Sehr geehrte Gäste, lieber Stadtrat, lieber Herr Bürgermeister, lieber Landrat, liebe Kameraden, unser Highlight des heutigen Abends steht unmittelbar bevor. Jedoch bevor wir zu diesem Höhepunkt kommen werden, steht eine Verabschiedung an. Es klingt ein bisschen komisch, aber schweren Herzens möchten wir Abschied von unserer heiligen Kuh oder auch neudeutsch von unserem Einser Fahrzeug nehmen. Einser Löschfahrzeug nehmen. Das Fahrzeug, was hinter neben mir steht, hat nun fast 32 Jahre auf dem Buckel. Das könnten so ungefähr über 1000 Einsätze gewesen sein, die mit diesem Fahrzeug absolviert wurden. Bis zu 336 Betriebsstunden wurden mit dem schon zum damaligen Zeitpunkt leistungsfähigen Hunde verbracht. Das Fahrzeug hat zum heutigen Datum auf dem Fahrgestell Mercedes-Benz 22.602 Kilometer aufgestellt. Im Stich hat uns dieses Fahrzeug inklusive der Technik niemals geliebt. Gleich im Anschaffungsjahr 1992 ist das DLF auf der sogenannten Zerreißprobe gestellt worden. Der längste und zugleich auch katastrophale Brand in Weißwasser war eines der ersten Einsätze, wo sich die westliche Technik in den brennenden Wäldern und Weißwasser unter Beweis stellen musste. In diesen Tagen hat unser DLF es bis in die Tagesschau geschafft. Die beteiligten Kameraden von damals sind auf Anweisung des Kreisbahnmeisters von damals nur auf den befestigten Straßen gefahren, weil man Angst hatte, dass diese neue westliche Technik gleich kürzlich nach der Dienststellung kaputt gehen könnte und wir es in den brennenden Wäldern einlösen würden. Die beteiligten Kameraden berichten mir heute noch über den Fernsehausschnitt im NDR, wo die Bündner vor lauter Hitze, oberkörperfrei, sitzend auf dem Dach oben auf diesem Meer durch Weißwasser gefahren sind. Heute fast unvorstellbar. An dieser Stelle möchten wir uns von dem DLF heute zur letzten offiziellen Einsatzauftrag übergeben. Dieser letzte Einsatzauftrag heißt Außerbetriebssetzung.
lieben Kameradinnen und Kameraden, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Stadtverleiter, lieber Ortsverleiter, lieber Erik, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Förderer, Gäste, liebe Kameradinnen und Kameraden unserer befreundeten Feuerwehr aus unserer Region, es ist mir eine große Ehre, in meiner Amtszeit, jetzt fast 16 Jahre, schon das fünfte Feuerwehrfahrzeug hier in Wilden und in Tollewalde neu in Dienst stellen zu können. Ich möchte Sie alle einladen, das Fahrzeug zu besichtigen und trotzdem noch einen Blick zurückzuwerfen, denn dass das Auto heute hier steht, ist kein Zufall, kein Geschenk des Himmels, sondern es ist harte Arbeit. Und diese Arbeit begann im 25. Lebensjahr des Fahrzeuges, das wir gerade eben ausgefahren haben, des TLF, welches 1992 beschafft wurde. Wir haben im Jahr 2017 hier in Wilden in der Ortsfeuerwehr die sogenannte Fahrzeuggruppe zur Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges bzw. Hilfeleistungslöschfahrzeuges gegründet. Und ein Mann, der, glaube ich, die meisten Stunden in dieses Projekt investiert hat, war unser heutiger Ortswehrleiter Erik Grötscher. Ihm stellvertretend ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das Schöne in Wilden ist, dass die Feuerwehr nicht irgendwie mitläuft oder als lästige Pflicht angesehen wird, sondern dass die Feuerwehr als kommunale Daseinsvorsorge für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger nicht nur in der Stadt Wilden und den Ortsteilen, sondern in der gesamten Region eine große Rolle spielt, nach wie vor und auch in der Zukunft eine große Rolle spielen wird. Und deswegen war die Verwaltung und der Stadtrat sofort Feuer und Flamme für dieses Projekt. Und so war von unserer Seite von Anfang an eine große Unterstützung gegeben. Erik Grötscher und seine Mannen in der Fahrzeuggruppe haben sich dann über viele Monate Gedanken gemacht, was soll es denn für ein Fahrzeug sein und vor allem, wie soll es ausgestattet sein. Und damals noch unter Federführung von unserem Landrat AD Michael Harich haben wir dann am 16. August 2021 den Fördermittelbescheid bekommen für eine Festbetragsförderung für dieses Fahrzeug. Allen war von Anfang an klar, dass dieser Förderbetrag nur etwa 40% der Kosten dieses Fahrzeugs abdecken wird. Das heißt also, die Stadtkasse hatte die Aufgabe, 60% Geld zur Seite zu legen, zu erwirtschaften, um diese Neubeschaffung durchzuführen. Wir haben im November 2021 das Ausschreibungsverfahren geöffnet und die Firma Ziegler mit Standorten in Baden-Württemberg und auch hier in Sachsen hat gewonnen. Ein Vertreter der Firma Ziegler ist heute unter uns. Vielen Dank für die gute Kooperation. Es ist nicht das erste Ziegler-Fahrzeug, was unsere Feuerwehr in Betrieb genommen hat. Ich glaube, dass sie auch noch ein paar Grußworte dann an uns richten. Also vielen Dank an die Firma Ziegler. Es ist auf den Tag genau 2 Jahre her, denn am 26.01.2022 haben unsere Stadträte beschlossen, die Auftragsvergabe durchzuführen und am 27. Januar 2022, also heute vor genau 2 Jahren, habe ich der Firma Ziegler schriftlich als Mail-Anhang den Auftrag erteilt und heute, 2 Jahre später, steht das Auto hier und ich durfte es hier reinfahren. Es ging aber weiter nach dem Auftrag an die Firma Ziegler, war das Auto natürlich noch nicht da. Wir haben uns entschieden, diesmal auf ein Fahrgestell der Firma MAN zu setzen. Und auch hier, alle wissen, die Autoindustrie hatte in der Zeit große Probleme, gerade was auch Chips und diese ganzen Sachen betraf, betrifft natürlich nach wie vor auch die Nutzfahrzeugindustrie in Deutschland und in Europa, sodass wir also hier allein auf das Fahrgestell fast 1 Jahr warten mussten.
Im September 2022 gab es dann erste Auftragsklärungsgespräche. Die Aufgabe hat auch die Fahrzeuggruppe hervorragend gemeistert. Gab es dann die Endabnahme in Gingen, sodass also über die Feiertage das Auto so gut wie fertig schon auf dem Werkshof bei der Firma Ziegler in Gingen stand. Am 8. Januar ist das Auto dann von der Firma Ziegler an uns hier in Wilden ausgeliefert worden. Seitdem ist schon einiges passiert. Wir haben also eine wildentypische Begehung vorgenommen, über die wird heute bestimmt noch philosophiert und die wird betrachtet. Ich habe gehört, auch am hinteren Teil des Fahrzeugs, Sven, unser, gibt es noch eine besondere Beklebung, eine nicht standardmäßige Beklebung, sondern eine sogenannte Sonderbeklebung, auf die weise ich alle Leute hin, denn die hat mich auch keine Bedeutung. Alles in allem möchte ich mich bei allen, die mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, es ermöglicht haben, unsere Feuerwehr mit diesem Fahrzeug als Allrounder in die Zukunft zu tragen, für hoffentlich hier mindestens 30 Jahre. Das Lasttier unserer Feuerwehr, das Erstangriffsfahrzeug mit 2500 Liter Wasser an Bord, mit Platz für Fahrer plus 8 Löschstromangehörige, mit feinster Technik, zu der dann sicherlich noch die eine oder andere Auskunft erteilt wird. Ja, jetzt wollen natürlich alle wissen, was hat das denn gekostet? Und ich sage Ihnen, wir fahren ein großes Haus durch die Stadt und die Region. Dieses Auto wird am Ende, wenn alle Rechnungen bezahlt sind, und die meisten sind schon bezahlt, 470.000 Euro gekostet haben. Ein großes Dankeschön an den Landkreis, der uns hier mit der Festvertragsförderung unterstützt hat. Es wird nicht das letzte Fahrzeug sein, was wir in Wilden neu in Dienst stellen wollen, dann später auch in Taudewalde. Denn Feuerwehr ist und bleibt ein Rückgrat unserer Stadt und eine ganz wichtige Einrichtung und eben viel mehr als was am Auto dran steht. Retten, löschen, bergen, schützen, sondern Feuerwehr ist mehr. Feuerwehr ist Kultur, Feuerwehr ist Tradition und Feuerwehr heißt auch Zukunft. Und ich glaube, mit diesem modernen Fahrzeug wird es uns auch gelingen, unsere Jugend- und Kinderfeuerwehr zu motivieren, einmal als Einsatzkraft mit so einem modernen Fahrzeug auszurücken. Wir können alle gemeinsam sehr, sehr stolz sein, dieses Fahrzeug heute in Dienst zu stellen. In diesem Sinne wünsche ich alles, alles Gute und bitte jetzt alle um ein kräftiges, zu Ehren dieses Fahrzeuges, dreifaches Gut! Ja! Gut! Ja! Gut! Ja! Dankeschön! Sich wieder auf die Plätze zu begeben und gemeinsam mit uns anzustoßen auf dieses Fahrzeug. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Prost! Trotz Nebelfeuerwerk und dergleichen, vielen Dank für unsere Kinder, für unsere Jugendlichen, die draußen die Illumination vorbereitet haben mit den Fackeln. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sehr geehrte Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wilden, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Schwestern und Brüder, heute Abend wird ein neues Fahrzeug der Feuerwehr in Wilden feierlich in Dienst gestellt. Ich überbringe dazu Grüße und Glückwünsche der evangelischen Kirchgemeinde und des Kirchenvorstandes. Wir freuen uns mit Ihnen über dieses besondere Ereignis. Vor allem aber bin ich gekommen, um dieses Fahrzeug und alle, die mit ihm unterwegs sind, dem Schutz und dem Segen Gottes anzuvertrauen. Ich bin Ihrer Einladung gerne gefolgt. Liebe Anwesende, Feuerwehrautos kommen in der Bibel leider nicht vor. Das gab es damals noch nicht. Auch vieles andere, was für uns heute selbstverständlich ist, war damals unbekannt. Rettungsdienste, Krankenhäuser, technische Geräte für den Notfall und so weiter. Die Mittel und Möglichkeiten der Menschen damals waren bescheiden.
Was es aber gab, war Hilfsbereitschaft, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass einer für den anderen da ist. Ob das in biblischer Zeit mehr der Fall war als heute, das sei dahingestellt. Was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dieses Wort von Jesus gilt auch heute. Und es gilt auch Ihnen, liebe Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Wilten. Was Sie in Ihrer Freizeit tun und leisten, das verdient Anerkennung und Wertschätzung. Es ist im Sinne Gottes. Und ich versichere Ihnen, Sie tun es nicht vergeblich, auch wenn Sie manchmal vielleicht nicht mehr helfen können. Unfälle, Leid und Tod sind eine bittere Realität in unserer Welt. Sie bringen uns an die Grenzen. Aber zu den guten Gaben Gottes gehören auch die Mittel und Möglichkeiten, die wir haben, um Menschen in Not zu helfen. Das neue Feuerwehrauto ist nur ein Beispiel dafür. Ich denke an viele andere Dinge, mit denen wir Gutes tun können, seiner Bestimmung übergeben wird. Und wir danken dir für die Menschen, die mit ihm unterwegs sein werden, um anderen zu helfen. Wir bitten dich für sie, behüte und beschütze sie in allen Gefahren, denen sie bei ihrem Dienst ausgesetzt sind. Segne ihr Tun bei allen Übungen und Einsätzen, damit durch sie Rettung geschieht. Und schenke uns allen offene Augen, ein liebevolles Herz und helfende Hände im Umgang miteinander. Gib Achtung vor den Menschen, die sich ehrenamtlich zum Wohle aller engagieren. Hilf uns, dass wir uns selbst und andere nicht unnötig in Gefahr bringen. Leite und begleite uns durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Herzlichen Dank für Ihren Segen. Ja, liebe Kameraden, lieber Bürgermeister, ich darf auch als Landrat meine herzlichsten Glückwünsche einerseits ausrichten, aber ich darf natürlich vordergründig auch als Landrat Danke sagen. Danke sagen für das, was ihr hier in der Stadt Wilken tut, was ihr mit euren Kameradinnen und Kameraden weit über die Stadtgrenzen von Wilken hinaus tut. Und das will ich in den Vordergrund stellen. Wir haben ja heute, ich durfte schon im Vorfeld bei der Jahreshauptversammlung und bei der Fördervereinssitzung anwesend sein, auch gehört anhand der Einsatzzahlen, dass auch das alte Fahrzeug, was heute außer Dienst gestellt wurde, weit über die Stadtgrenzen hinaus im Einsatz war und von der Anzahl der Einsätze her ja wesentlich öfter war über die Stadtgrenzen hinaus im Einsatz war, als das in der Stadt selbst war. Das heißt, Wilken hat mit seinem auch bisherigen Einsatzfahrzeug einen Dienst für andere Städte, Gemeinden und Menschen in unserem Landkreis getan und dafür bin ich zutiefst dankbar. Aber das zeichnet ja auch Kameraden aus, eben nicht nur zu sagen, wir denken an uns selbst, sondern wir strecken unsere Hand aus, wo Hilfe gebraucht wird. Und dass ihr das auch weiterhin tun wollt und jetzt mit der neuen Technik, ich glaube, das ist heute ein auch geschichtsträchtiger Tag für eure Wehr, solch ein neues Fahrzeug in den Dienst zu stellen. Und lieber Bürgermeister, fast eine halbe Million Euro, ja, bin dankbar, dass wir als Landkreis auch 40% Fördermittel beisteuern konnten. Aber die restliche stattliche Summe, das muss eine Stadt von dieser Größe erstmal aufbringen. Und das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen. Die Stadt Wilken ist mit 5000 Einwohnern eine sehr erfolgreiche, stabile Stadt, aber es ist auch keine Großstadt. Und ich weiß, was das Haus Akerisch bedeutet. Dafür war ich auch lange genug Bürgermeister selbst gewesen, was es heißt,
diesen Eigenanteil aufzubringen. Und dann, und da bin ich auch dem Stadtrat dankbar, zu sagen, wenn man diese Mittel in dieser Größenordnung zur Verfügung hat, da gibt es so viele Baustellen, die man im städtischen Territorium sicherlich bearbeiten möchte, aber dass dann auch ein Stadtrat die Priorität setzt auf die Sicherheit der Bevölkerung, dafür bin ich auch eurem Stadtrat sehr, sehr dankbar. Das geht über die Feuerwehr hinaus. Und auch wenn ich heute meine Uniform trage, als Landrat kann ich auch sagen, wenn wir in der Stadt Wilten die grundsätzlichen Dinge betrachten, so ist das hier beispielhaft, wie diese Aufgaben erfüllt werden. Ich denke da zum Beispiel an die Schulbildung und da nicht nur an die Grundschule und Oberschule, was im Wesentlichen eine Aufgabe einer Stadt oder Gemeinde ist, aber ein Gymnasium zu führen, welches weit hinausstrahlt von dem Einzugsgebiet in den gesamten Landkreis hinein, das ist eigentlich die Aufgabe der gesamten Gemeinschaft. Und die Stadt Wilten sagt sich seit jeher voller Stolz, das ist, sehen wir als unsere Aufgabe. Wir bewahren uns auf dieses Gymnasium und dieses Gymnasium hat auch eine Strahlkraft für das gesamte Oberland. Und ich glaube, das sind auch alle Nachbargemeinden sehr, sehr dankbar, dass Wilten genau diese Sichtweise hat. Und schaue ich in den Feuerwehrbereich rein, in der Jahreshauptversammlung gehört den Einsatz bzw. die technischen Probleme, die ihr habt mit eurem Hubsteiger. Also euer Hubsteiger ist ja selbst im nördlichen Teil unseres Landkreises. Ja, unser Landkreis ist fast so groß wie das gesamte Saarland, aber ihr seid mit eurem Hubsteiger schon überall im Einsatz gewesen. Weil das natürlich dieser Hubsteiger von seiner Einsatzart her auch einen überregionalen Charakter trägt und damit auch eine überregionale Aufgabe erfüllt. Und ihr seid weiterhin bereit, auch wenn diesen Hubsteiger von der Einsatzzeit her das Ende vorherzusehen ist, ihr seid bereit, natürlich unter der Maßgabe, dass ihr unterstützt werdet. Und das kann ich als Landrat auch nur zusagen, dass wir uns auch bei uns im Landratsamt zusammensetzen und bei der Verteilung von den Fördermitteln die Prioritäten setzen werden und dass natürlich auch Prioritäten gesetzt werden bei den Städten und Gemeinden, die sagen, wir tun über unsere Stadtgrenzen hinaus die Verantwortung tragen. Dann ist es auch unsere Pflicht, euch dabei zu unterstützen, weil wir für den Rest sehr dankbar sind, denn wir wissen, ob ein Hubsteiger oder neue Drehleiter, egal wie das Ersatzgerät aussehen wird, da wird man mit einer Millionensumme rechnen müssen. Und das muss erstmal gestemmt werden, insgesamt von uns gestemmt werden. Aber dass die Stadt Wilten eben bei all diesen Dingen, und ich habe jetzt nur mal Schule und Feuerwehr genannt, immer wieder sagt, wir tragen nicht nur unsere Aufgabe, sondern darüber hinaus, das ist das, was euch so besonders macht, was euch auszeichnet. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich heute Abend hier dabei sein darf, bei diesem geschichtsträchtigen Moment, bei der Inbetriebnahme dieses Fahrzeuges. Und ihr könnt als Wildner zu Recht stolz sein, wenn ihr diesen Dienst in dieser Art und Weise bis hin zum der Tätigkeit der Alters- und Ehrenabteilung, aber auch der Jugendfeuerwehr selbst dafür sorgt, in solchem Maße, dass eure eigenen Reihen immer wieder gefüllt werden. Dafür bin ich euch dankbar. Ich bin aber abgesehen von dem Feuerwehrdienst euch auch dafür dankbar, das, was ihr mit den Kindern und Jugendlichen macht, auch in der Jugendfeuerwehr, das ist ja nicht nur Feuerwehrdienst, das ist ein ganz, ganz erheblicher Anteil Sozialarbeit. Und ich bin davon auch als Selbstkamerad überzeugt, dass Menschen, die von klein an die Feuerwehr durchlaufen und beigebracht bekommen, was heißt Kameradschaft, was heißt Hilfeleistung, was heißt Respekt, was heißt Anstand, was heißt Disziplin, das sind nicht die jungen Leute, die in 15 Jahren bei uns im Jugendamt auf der Matte stehen werden. Das sind die, die sich im Leben kümmern werden. Und das ist mit euer Verdienst. Und deswegen bin ich euch auch von dieser menschlichen Seite her sehr, sehr dankbar. Also ich wünsche euch alle Zeit mit diesem Fahrzeug auch einen guten Dienst. Ich wünsche euch auch Spaß dabei, auch bei eurem Training, bei euren Einsätzen, bei euren Übungen. Ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass ihr auch von allen Einsätzen selbst unversehrt zurückkommt. Gott zur Ehre, helfen in Not ist unser Gebot. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Vielen, vielen Dank, lieber Bürgermeister, auch für eure Sichtweise. Das ist ein guter Abend und ihr könnt heute verdammt stolz auf euch hier in Wilten sein. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrter Bürgermeister, vor allem liebe Kameradinnen und Kameraden und das aus nah und fern, wie ich das hier so sehen darf. Und vor allem liebe junge Mädchen der Jugendfeuerwehr und liebe Gäste. Ja, wir wissen alle, dass sich die Aufgaben in der Feuerwehr ja nicht nur stetig erweitern, sondern auch die Häufigkeit und auch die Qualität der Einsätze sich ständig verändert haben und immer höhere Ansprüche an uns stellen. Und daher, und das ist unumstritten,
brauchen wir eine gut ausgebildete und vor allem auch gut technisch ausgestattete Feuerwehr und das vor Ort. Und das ist ganz wichtig. Und der Bedarf an einem neuen Löschgruppenfahrzeug, so wie wir es hier bewundern dürfen schon fast, der bestand ganz gewiss, ohne jeglichen Zweifel. Aber der Weg bis hierhin, sagt der Bürgermeister, Sie haben es schon angedeutet, der war gewiss eben auch kein einfacher. Und viele haben hier die Ärmel hochgekrempelt, wenn ich das ganz platt sagen darf. Und das bedarf ganz großen Respekt. Das Fahrzeug, das wir hier sehen, das ist ein Meilenstein für diese Feuerwehr. Und es ist ein wesentlicher Beitrag zur Leistungsfähigkeit dieser Feuerwehr. Und an dieser Stelle möchte ich es auch nicht versäumen. Ich bzw. wir, der Kreis, schätzt die Feuerwehr Wilten als zuverlässigen Partner in der Gefahrenabwehr. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und mein Dank gilt natürlich auch allen Verantwortlichen und Helfern, denn das, was wir hier sehen, worüber wir heute Abend reden, das ist ein ganz klares Bekenntnis zur Sicherheit. Und eines ist auch ganz wichtig, Sicherheit ist weder Glück noch Zufall. Das bedarf Engagement und Investition. Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, ich sowie auch der Kreisfeuerwehrverband wünscht euch bei der Nutzung dieses erstaunlichen Fahrzeuges Gottes Segen. Wir wünschen euch Erfolg, Glück und vor allem Gesundheit, Kraft und Zuversicht für die an euch gestellten alten und neuen Aufgaben. Wir wünschen euch gesunde Heimkehr, coole Einsätze. Vor allem aber, haltet zusammen, habt Tatkraft, lebt die Kameradschaft. Euch einen schönen Abend, herzlichen Dank. Ich bin mir auch sicher, dass du das nicht vorher gesehen hast. Ich möchte mal deine Worte wiederholen aus dem Jahresabschlussdienst von 2022. Das Fahrzeug, so wie es hier steht, ist eigentlich nicht unbedingt mehr das Fahrzeug unserer Generation. Selbst Kinder, die vielleicht heute noch gar nicht geboren sind, den Weg in die Jugendfeuerwehr finden, über die Kinderfeuerwehr natürlich vorher, bis zu den Aktiven werden auf diesem Fahrzeug noch ihren Dienst verbringen können. Wie erklärt man den Kindern später mal, dass es Erik Kultscher war, der die meiste Zeit an diesem Fahrzeug vom Leistungsverzeichnis erstellen bis zum Führen seiner Fahrzeugbeschaffungsgruppe auch ein bisschen die Fahrzeugbeschaffungsgruppe einbremsen, sonst hätte das Ding heute Triebwerke, hauptverantwortlich ist, dass es heute so hier steht. Ja, mit einer Urkunde könnte man tun, ein Blumenstrauß, freut sich maximal die Katja. Und deswegen haben wir gesagt, wir kleben an das Fahrzeug etwas, was ewig daran erinnern soll, dass du die meiste Arbeit in dieses Projekt gesteckt hast. Erik, vielen Dank dafür. Ich zeige es dir schon mal. Es gibt noch einen zweiten Entwurf, falls man innerhalb der Kirche abwischt. Aber ich denke, mit Lob und Stolz sollte das Fahrzeug zukünftig deinen Namen betragen. Danke. Es hat eine besondere außerplanmäßige Beklebung bekommen, die aus meiner Sicht dazu beigetragen hat, dass ich das, was ich getan habe, nicht unbedingt schlecht war. Also ich bin seit 8 Jahren Imker, übernommen aus meinen Vorfahren von meinem Opa, der 40 Jahre Imker war, und mache das Hobby sehr gerne, und es ist natürlich ein Symbol für mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe sowas nie an meinem Auto, das stimmt. Bin jetzt auch ein bisschen platt, aber ich sage jetzt mal so, das ist schon ein Vorbild, diese Kreatur. Die haben eine Königin, die haben tausende von Mitarbeitern und sind sehr fleißig. Ich an dem Fahrzeug dran, das werde ich an meinem persönlichen Fahrzeug noch mal mit anderen, dann gehen wir mal. Das ist ein Vorbild für mich und vielen Dank, dass ihr daran gedacht habt. Dankeschön. Lenzburg und Mühlau, Herr Landrat, Herr Bürgermeister, sehr geehrter Kreisbahnmeister, liebe Gäste aus nah und fern, liebe Kameradinnen und Kameraden,
Ich bin gern mit meiner Frau ihrer Einladung gefolgt heute Abend, um den foliosen Empfang unseres Fahrzeuges zu begleiten und mitzuerleben. Da haben Sie sich hier sicherlich in Federführung da was ganz Besonderes ausgedacht. Ich denke, das kann man zu Recht so sagen. Ich möchte mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen recht herzlich für die faire und zielgerichtete Zusammenarbeit von der ersten Minute an Ihrer Auftragserteilung, Sie hatten das ja minutiös vorhin geschildert, bedanken. Ich möchte versichern, dass wir natürlich auch in Zukunft, es wurde angesprochen, mein Kollege war hier, ich war leider krank, am 8. Januar hat er die Einweisung anderthalb Tage durchgeführt. Damit ist ja unsere Arbeit nicht beendet. Jetzt geht es erst richtig los. Wir haben kurz im Vorgespräch vorhin geklärt, 4 Wochen wird jetzt trainiert, bevor das Fahrzeug dann eigentlich den Status bekommt und in Dienst gestellt wird. Wenn Sie dafür meine Hilfe brauchen, dann wissen Sie, wie Sie mich erreichen und sind versichert, dass ich dann hier in Milden auftauche wieder. Ich möchte mich der Steilvorlage von Sven Kunert anschließen. Lieber Erik, wenn du noch mal so nett bist, hier 2 Schritte nach vorn zu kommen, und mich bei euch, bei eurem Gremium natürlich auch, bei Ihnen allen für unsere Zusammenarbeit zu bedanken. Fürs Gerätehaus selber, für dein Dienstzimmer. Vielleicht nach Mercedes-Benz und MAN wird es das nächste Mal unter Umständen Scania, auch kein schlechtes Fahrgestell. Und wenn ihr Werbepause beendet und wenn ihr noch in eurer Gruppe zusammensitzt, dann noch ein kleines Getränk. Wenn die Arbeit geleistet ist, dann für hinterher. Gib mir das Getränk. Danke. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie in Vertretung meines Kommandanten Christoph Horsch sowie seines Stellvertreters Sascha Böhm recht herzlich grüßen. Aufgrund der heute gleichzeitig stattfindenden Jahreshauptversammlung in Eppelheim sind wir leider nur mit einer kleinen Abordnung in Wilden. Im Namen der gesamten Freiwilligen Feuerwehr Eppelheim wünsche ich dem neuen Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wilden allzeit gute Fahrt und dass Sie immer unversehrt von Ihren Einsätzen zurückkommen. Zur Fahrzeugübergabe darf ich noch ein kleines Präsent überreichen. Vielen Dank. Hallo. Panie Komendancie, Panie Burmistrzu, Szanowni Goście tej wspaniałej uroczystości. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Bardzo się cieszymy z Waszego nowego pojazdu i życzymy, żebyście nim bezpiecznie jeździli do akcji i bezpiecznie z niej wracali. Dziękuję bardzo. Tu dla komendanta. Meine Hobby, Biene, Polisz. Schönen guten Abend, liebe Kameraden. Ich bin hier sozusagen der Dolmetscher. Ich habe eigentlich sonst mit der Feuerwehr nicht viel zu tun, obwohl ich sie alle sehr kenne. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr aus Löwenberg wünscht euch mit eurem neuen Fahrzeug viel Glück, viel Erfolg und dass es euch genauso viele Jahre Glück und Arbeit, Entschuldigung, wenn es geht, wenig Arbeit, aber dass es euch eine große Unterstützung ist. Und schönen Dank, Herr Bürgermeister, Herr Landrat, Herr Pastor. Schönen Dank für die Einladung. Und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen in Polen. Dankeschön.
wunderschönen Fahrzeug. Zu den Einsätzen, wo es hinfährt, natürlich immer unfallfreie Fahrt, möglichst wenig einsetzen. Und zu den Einsätzen, wo natürlich Blaulicht hinzukommt, braucht er natürlich ordentlich viel Blaulichtwasser. Das haben wir euch noch mitgebracht. Und das wird euch dann übergeben. Viel Spaß mit dem Fahrzeug. Also hallo, nochmal die Runde. Die Vorredner waren schon sehr fleißig, deswegen mache ich es mal kurz. Die Gemeinde Steinig-Wolmsdorf gratuliert auch auf das Herzlichste zu dem neuen Auto. Es ist ein Riesensprung, was die anderen schon gesagt haben, nicht bloß von der Technik her, sondern auch vom Preis her. Das muss man wirklich stemmen. Und in Steinig-Wolmsdorf wird es Ende des Jahres oder Anfang 25 so aussehen, das dort wird auch ein HLF20 stehen, neues. Das alte ist dann ebenfalls so um die 30 Jahre alt und weiterhin wird dann auch in Weifa 2025 ein neues TSFW stehen. Mein Vorgänger hatte schon das Wasser für das Blaulicht mit. Ich habe die Notfallversorgung dabei, falls der Einsatz mal etwas länger geht. In dem Sinne noch schönen Abend und viel Spaß mit meinem Auto. Ja, liebe Kameradinnen und Kameraden, werte Gäste, auch die Gemeindefeuerwehr aus Zooland, beglückwünscht euch natürlich zu eurem neuen Löschfahrzeug. Mögt ihr immer schöne Einsätze haben, wenig Einsätze, immer gesund, damit zurückkehren und immer eine unfallfreie Fahrt. Und heute einen schönen Abend. Danke. Liebe Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Wilden, ich darf euch im Namen der Kameradinnen und Kameraden der Gemeindefeuerwehr Grünewalde mit den Ortswehren Grünewalde, Schönberg und Weichsdorf-Köpitz die herzlichsten Grüße übermitteln. Euch beglückwünschen zu dem schönen neuen Fahrzeug. Euch allzeit gute Fahrt wünschen. Kommt gesund und munter von den Einsätzen wieder zurück. Habt viel Spaß mit dem Fahrzeug. Getreu unser Motto, Gott zur Ehre, den Nächsten zur Ehre. Wir haben euch natürlich auch was Kleines mitgebracht. Vielleicht fehlt noch das ein oder andere Accessoire an dem Auto. Das könnt ihr euch mit dem Gutschein natürlich noch nachkaufen. Danke. Gastredner, Wortmeldungen soweit durch sind, bitte ich jetzt quasi den Erik um das Schlusswort, weil es ist dein Haus, es ist dein Auto, also könnte ich mich jetzt mal zurückziehen. Danke. Ja, der Zettel ist jetzt nie ganz so lang und nicht ganz so erquickend, ich will aber trotzdem noch was zum Schluss sagen. Ja, lieber Bürgermeister Michael Herford, lieber Sven, nun, nach den fast 7 Jahren mit Antragstellung, Aktualisierung des Brandschutzbedarfsplans, Schreiben, Leistungsverzeichnis, alles was dazugehört hat, schlussendlich dann auch die Ausschreibung, die wir gemacht haben, war die Stadt und alle Beteiligten, und das möchte ich an dieser Stelle ganz klar sagen, immer mit einem konstruktiven Miteinander zu sehen. Ich möchte aber an dieser Stelle mein herzliches Dank auch an die Arbeitsgruppe des HLFs richten. Danke Stefan Grems, danke Axel Schäfer, danke Sven Kunert,
Danke André Augustin, danke Felix Grundei und vielen Dank Raik Pett. Alle. Alle diese Kameraden und auch andere Kameraden haben sich hier ehrenamtlich nach Feierabend hingesetzt und viele Stunden für das Leistungsverzeichnis und dessen Ausschreibung und jetzt auch für die Ausbildung und auch für die Besuche der Messe und so weiter geleistet. Eins sollte an dieser Stelle, denke ich, mal klar sein, ein solches Projekt ist nicht nur auf eine Person zu lasten und kann nicht nur von einer Person gelastet werden. Neben diesem wunderschönen und hochmodernen Fahrzeug und Technik ist es jetzt unsere gemeinsame Aufgabe, das Fahrzeug mit Leben und vor allen Dingen auch mit Kameraden zu füllen. Diese Kameraden werden hoffentlich auch weitere 32 Jahre mit dieser Technik klarkommen müssen und auch pflegen und warten. Ich möchte an dieser Stelle den Jüngsten hier in dem Raum von unserer Feuerwehr in der aktiven den Schlüssel übergeben. Das ist der Nico. Nico, kommst du mal nach vorne, bitte? Ganz rein biologisch ist es nun mal so, dass wenn du die wegziehst oder irgendwo anders irgendwas dir suchst und den Wilden bleibst, dass du am längsten mit dem Fahrzeug wahrscheinlich dann aus heutiger Sicht zurechtkommen musst. An dieser Stelle möchte ich dir stellvertretend für meine gesamte Mannschaft den Schlüssel übergeben und hoffe, dass wir das Fahrzeug zukünftig alle gemeinsam mit Leben erfüllen können. Also unser neues Fahrzeug hat verschiedene Komponenten, die das vorhergehende Fahrzeug, das TLF, nicht konnte. Und auch im Bereich der Löschwassermitführung haben wir uns hier entschieden, ein Fahrzeug zu wählen, was die gleiche Menge mitführen kann. Das ist für uns im Ersteinsatz sehr essentiell wichtig und wir müssen beim Erstangriff natürlich auch darauf achten, dass wir jede Menge Wasser am Anfang mithaben. Dieses Fahrzeug kann des Weiteren ebenfalls auch eine Schaumanlage zum Einsatz bringen. Das heißt, wir sind bei technischen Hilfeleistungen oder auch bei Verkehrsunfällen, aber auch bei Brandeinsätzen in der Lage, sofort eine gewisse Menge Schaum zum Einsatz zu bringen durch die verbaute Schaumpumpe oder Schaumzumischanlage, die im Ernstfall sehr viel Zeit spart, wenn man sie normalerweise mit dem alten TLF aufbauen müsste. Also das heißt, dieses Fahrzeug hat eine Schaumzumischanlage, die von werkseitig schon verbaut ist, dass das alte Fahrzeug noch nicht konnte. Wie haben sich Feuerwehrkameraden von Wilden denn erstmal vertraut gemacht mit dem Fahrzeug? Habt ihr einen Lehrgang schon mal gemacht? Denn ihr kennt euch ja schon ein bisschen aus.
Also wir hatten eine Einweisung von der Firma Ziegler, die dieses Fahrzeug aufgebaut hat auf MAN. Und bei dieser Geschichte waren 6 oder 8 Kameraden dabei. Wir waren im Werk in Gingen und haben das Fahrzeug dort bei der Grobabnahme und natürlich auch bei der Einweisung erstmal in Beschlag genommen, sind eingewiesen worden und die letztendliche Einweisung wurde dann hier vor Ort nach der Überführung durch die Firma Ziegler vorgeführt. Das heißt, wir haben hier einen Spezialisten da gehabt, der uns geschult hat und wir als verantwortliche Schulungsleiter, sagen wir mal so, haben diese Geschichte dann an unsere Kameraden weitergegeben und sind jetzt in der Lage, unsere eigenen Feuerwehrmaschinisten und auch die Kameraden an diesem Fahrzeug einzuweisen und zu schulen. Wie lange wird es noch dauern, bis denn das Fahrzeug wirklich zum Einsatz kommen kann? Ich denke, morgen ist vielleicht nur bedingt schon einsatzbereit. Wie habt ihr das so für eure Planung vorgesehen? Das alte ist ja auch, glaube ich, noch da. Das alte Fahrzeug ist genau noch im Einsatz. Das wird auch noch bis Ende März im Einsatz sein. Wir haben es heute, sagen wir mal, symbolisch verabschiedet und das neue Fahrzeug durch den Bürgermeister übergeben bekommen. Wir sind von der Planung her noch bis mindestens Ende Februar bei der Ausbildung an diesem Fahrzeug sowohl maschinistentätig als auch beladungstätig. Das heißt, wir werden uns gemeinsam mit den dafür vorgesehenen Ausbildern noch viele, viele Stunden mit dem Fahrzeug beschäftigen, um es dann Anfang März bzw. ja, so in der ersten, zweiten Aprilwoche spätestens dann hier offiziell in Dienst zu nehmen. Und bis das klappt alles, wird das alte Fahrzeug einfach mit eingesetzt im Ernstfall? Das ist genau so. Das alte Fahrzeug bleibt also weiterhin in Dienst. Das ist auch so abgesprochen mit der Feuerwehr, die unser altes Fahrzeug danach übernimmt. Und wir sind sozusagen hier an der Stelle in der Ausbildung am neuen Fahrzeug auf einem guten Weg, dass es auch dann irgendwann Ende Februar in Dienst gestellt werden kann. Man fängt erstmal an, sich zu überlegen, dass das alte Fahrzeug irgendwann mal ersetzt werden muss. Insgesamt hat es so um die 6-7 Jahre gedauert, hat dieser Prozess gedauert. Und da wird natürlich geschaut, es wird gebraucht. Was bietet der Markt allerdings so an? Was gibt es alles und was muss unser Fahrzeug können? Und aus diesen verschiedenen Sachen baut man sich dann ein Fahrzeug zusammen und berät sich damit und schlägt sich die Nächte um die Ohren zum Teil. Als Ortsverleiter von Wilten ist es nicht immer tagtäglich, dass man ein neues Löschfahrzeug in der Form, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 bekommt. Die Gästeanzahl und auch die Resonanz jetzt speziell für dieses Fahrzeug war auch für mich persönlich überwältigend und ist natürlich auch für die Kameraden überwältigend. Neben den Gästen von den Herrn Bürgermeister von Wilten, den Landrat, war natürlich auch der Pfarrer Dr. Weißflug hier vor Ort und hat die Weihe des Fahrzeuges durchgeführt.